Maus, was ist denn da gerade passiert? Keine Eskalation. Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein etwas ungewohnter Anfang, glaube ich, weil auch der Tino schon neben mir steht. Der ist gerade geimpft worden, die Tierärztin war gerade da. Und ich war gerade ein bisschen last minute da, deshalb muss ich schnell einmal aus dem Auto ausspringen, Tino holen, Pass holen. Die Tierärztin ist somit mittlerweile schon weg, aber dafür ist die nächste Ärztin da. Was bin ich denn für Ärztin? Ja, Tino, wir lassen das, gell? Und Maus, magst du den Leuten verraten, was wir heute für einen Plan haben? Ich werde mich gleich mal umziehen und dann gehen wir ausreiten. Es ist nämlich so schönes Wetter. Was will man 100-Vlog machen? Ja? Ja? Passt. So, na? Ja? Ja? Passt. So, 100-Vlog. Dann wird es jetzt um 100-Vlog. Was ich auch lustig finde, vor zwei Jahren haben wir einen Faschingsaustritt gemacht und haben wir auch gefloggt. Wirklich? Ja, das haben wir. Hey, das ist Faschingmaus. Wirklich? Maus ist jetzt der Ernst. Hey, Faschingsdienstag. Oh, bist du nur verkleidet? Nein, nicht, aber. Mutti! Upsi! Upsi! Okay, dann würde ich sagen, zieh sie um, ich bringe den Tino noch weg. Ja. Und dann machen wir die Pferde ready. Genau. Alles klar. Bis gleich. Das heißt, Tino werde jetzt einmal wieder zurück in den Steuerbringer. Dort muss ich kurz noch mein Gepäck ablagern. Ich habe nur den Kamerarucksack natürlich dabei. Und dann werden wir Bibi und Arthas holen. Ich habe überlegt, ob ich Tinos Handpferd mitnehme. Dann ist mir eingefallen, er ist ja gerade geimpft worden. Somit ist Schwitzen nie so optimal. Und, ich glaube, dass wir halt sicherlich ein wenig aggressiver rund gehen werden, weil es einfach so geil vom Wetter ist. Und boah, Tino, den werden wir aber nachher noch mal holen, wenn wir wieder zurückkommen. Damit er nur sein Futter mit seinen Zusätzen kriegt. Aber da ich etwas spät in den Stall gekommen bin, habe ich natürlich nur keine Zeit gehabt, unser Futter herzurichten. Es ist so, ich weiß nicht, ich sage es wahrscheinlich in dem Video 100.000 Mal, also um von Mundart zu reden. Ich überlege wieder, ob ich da Untertitel einblende, weil ich weiß nicht, ob das jeder versteht. Und wie gesagt, als erstes werde ich jetzt gleich mal Futter machen. Ich muss echt sagen, unser Futterecke ist nur immer richtig gut aufgerannt, seitdem wir die so schön umstrukturiert haben. Ist da echt richtig gut die Ordnung drin. Blau ist einmal für den Tino, rot für den Bibi. Und der Tino kriegt jetzt einmal so eine minimal kleine Schaufel Heukorbs. Wirklich nur so, dass halt seine Zusätze gut drin sind. Und für den Bibi gibt es eigentlich immer nur Hafer und Luzerne. Das heißt, da muss man nichts einweichen. Das mache ich dann eigentlich immer erst kurz bevor ich fütter. Aber die Heukorbs für den Tino, die müssen natürlich jetzt vorher einmal noch eingeweicht werden. Wir haben ihn Kandidat Nummer 1 gefunden. Das ist schön aus, Mausi. Das ist Herr Peking. Peking ist hier nichts. Ich habe vor kurzem eine Fragerunde gemacht auf Instagram und dann habe ich gefragt, wie lange ist Peking schon bei dir? Und ich war so, meinen Sie diese? Diese Peking? Diese Peking. Vielleicht ist das jetzt ein neuer Spitzname, hm? Peking, die Schwitze. Ganz gut. Also festgesteckt. Komm mit. Ja, sehr schwerfällig. Hallo Mausebärt. Was? Mausebärt? Der Mausebärt ist er ja. Erst kein Mausebär, wer ist der Bärt? Wie tust du lustig? Der Bärt hier ist Peking. So, und Kandidat Nummer 2. Ein Haus weiter. Und da gibt es aber schon Stau. Was tust denn du nicht jetzt? Ah, hab ich geschickt, dass wir das da am Asphalt zu machen, wo schön was spritzt. Lecker, gell? Kommen Sie, Mister, kommen Sie. Guten Tag, Festbump. Hey. So, ich bin fertig mit Putzen. Ist schnell gegangen. Aber ich hab festgestellt, ein bisschen Schweif ist einfach. Das ist schon wieder fast weiß. Und deshalb, da wir im Winter leider keinen Schlauch haben, also alle, die im Winter Schlauch haben und Warmwasser für Pferdewäsche, ihr könnt euch echt glücklich schätzen. Wobei wir uns glücklich schätzen können mit der Halle, Entschuldigung. Ja, das stimmt. Aber die bringt man jetzt nichts. Irgendwie schaut das ziemlich müde aus. Wie wenn du jetzt wüsstest, dass er da reingackt in den Eimer. Ist das dein Waschen? Aber eintunken. Oh! Aha. Mein Gott. Das ist bei dir beim Duschen auch so, wenn du einmal das Wasser drüber reden hast. Bist fertig. So, wie duschst du leicht? ja. Na, das passt wirklich, das reicht. Ich habe festgestellt, ich bin eine flotte Biene. Und ich bin ein langsames Häschen. Du bist halt immer viel genauer beim Putzen. Das bin ich nicht. Und schau doch bitte noch da. Ah, je, bin ich. Ja, aber es geht nicht. Es geht nicht. Im Winter ein Ofenstab herputzen ist einfach
leider ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich brauche da mit dem Bibi jetzt hoffentlich nirgendwo genauer dran zoomen. Er ist leider nur oberflächlich halbwegs geputzt. Aber ich werde jetzt gleich mal von oben die Hufschuhe für den Bibi holen. Und dann können wir sie eigentlich schon auf den Weg machen. Achso, Artus gehört natürlich nur gesattelt. Du holst ja die Hufschuhe. Ah, nee, hast du meine gleich mit? Ja, ne? Beide. Beide, bitte. Toll, den. Danke. So, der Bibi ist jetzt soweit fertig. Und ich schnapp mir jetzt zum einen natürlich nur mein Helm. Und zum anderen, wenn ich dran denke, ziehe ich jetzt zum Ausreiten arme Sicherheitswesten an. Nicht wundern, da hängen aktuell zwei Sicherheitswesten, weil die von meiner Trainerin Ada ist. Die reitet ja jetzt hin und wieder in Tino. Und Jungpferdreiten ist Sicherheitsweste natürlich ein Muss. So, der Pilgrim ist soweit jetzt schon ready. Er hat zum Ausreiten einmal sein Hackamore oben und auch den Springsattel, weil mir mein Neutressursattel. Ah, scheiße, Mundart. Mundart war es. Hoppala. Weil aber mein Neutressursattel schon ist zum Ausreiten, weil der Bibi manchmal so Aktionen querfeldein durch den Wald ins Gebüsch macht. Ja, Arthas ist soweit auch fertig. Ist jetzt für Matchy Matchy mit der Jacke. Und wir haben übrigens die gleiche Jacke an, ist uns vorher aufgefallen. Und dann geht's in den Wald aufhören und dann rundherum und dann irgendwo hinten um mich wieder zurück, bis wir dann dort oben vom Stall wieder runterkommen. Ungefähr so eineinhalb bis zwei Stunden. So, wir befinden uns jetzt hier an dieser etwas stärker befahrenen Bundesstraße und Bibi stresst sich schon wieder. Wir haben hier schon Kackhaufen, die zweite. Also Bibi, die sind wir, ja, ich dokumentiere das jetzt mal mit, weil er ist da im Gelände sehr nervöses Pferd. Wir sind noch nicht so weit gekommen tatsächlich, vielleicht jetzt 10 Minuten unterwegs und ja, Kackhaufen Nummer 2 ist schon aufgekommen. So, einmal Kacke entfernen. Ich würde eigentlich mal sagen, wir reiten eigentlich bewusst über dem Gehsteig, der ist jetzt eine ziemlich stark befahrene Straße und ja, irgendwie blockieren wir sonst den Verkehr, so wollen wir auf der Straße reiten, weil eigentlich müssen wir auf der Straße reiten. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man, passing by, life is good, best I've ever felt. Up, somewhere new, somewhere I can find myself. Und erste Fail. Nach der ersten Galoppstrecke fehlt hier unten was. Der Hufschuh liegt aber zum Glück da, das kleine schwarze Ding. Belast dabei wegen los. Ja. Gib mal her. Schaut süß aus. Ist so ein kleiner Schuljunge, der seinen Schuh verloren hat. Oder seinen nicht mehr anziehen will. Was? Was ist da los? Ich bin jetzt für eine Minute am Pferd. Ja, für einen Galopp. Hier ist das gute Stück. Das können wir sich nicht entgehen lassen, das Lustige da. Habt ihr schon nachgegurtet? Auch noch nicht. So, und Kackhaufen die dritte. Natürlich hier wieder mitten auf die Straße. Was, wieso steigst du jetzt ab? Für dich? Für mich? War schon ready zum Absteigen. Der Arthas hat schon gar nichts mehr gekackt. Keine Eskalation. Ja, kackt gerade voll. Jetzt bin ich und hier Kackhaufen Nummer. Wie viel haben wir denn schon? Na, fünf, glaube ich. Fünf, Pipi. Ja, aber da kann man zumindest mal liegen lassen. Das ist sehr geschickt, Bibi. Aber wir haben noch nicht einmal die Hälfte unserer Ausreitstrecke erreicht und sind schon fünf Kackehaufen da hinten aufgeschossen. Bibi. Bibi, schiri. Und ich habe damit einer Hand jetzt auch nicht die beste Kontrolle. Maus, was ist denn da gerade passiert? Es ist Faschingsdienstag, wir haben einfach von einer Person einen Kropf gekriegt. Ja, da ist einfach so ein Spaziergänger vorbei mit einem Kartonkropfen und er so. Und er so, wollt ihr einen Kropfen? Wir schauen, ja, bitte, wir wollen einen Kropfen.
Und jetzt gibt es einfach einen Kropfen für uns. Wir hätten ausreiten listiert. So, darf ich präsentieren? Kackehaufen Nummer 6. Oh, Pipi. Moment mal, wir stehen hier gerade so ein bisschen mitten auf der Straße. Ja, wo kehrt es jetzt zu? Scheiße, Pipi, wie oft kann man gleich kacken? Und Kackhaufen Nummer 7. Zumindest hier in die Wiese. So, wir sind gerade abgestiegen, wie man sieht. Es war echt jetzt ein richtig langer Ausritt und wir sind jetzt auf den letzten, keine Ahnung, 10 Minuten zum Stall ungefähr und steigen eigentlich am Schluss immer ganz gerne ab. Kann man selber auch noch ein bisschen zu Fuß gehen. Grüezi. Ja, was soll man für Fazit? Ein scheiße Moon dort macht. Da. Okay, was haben wir für ein Fazit? Wir haben so ein bisschen das Problem. Ich bin gespannt, ob das vielleicht bei euch auch so ist, dass auf den Galoppstrecken, die oder generell auf Strecken, die weg vom Stall führen, dass die Pferde oft so zögerlich und zäh sind und gerade Galoppstrecken, dass man Pferd irgendwie eher tendenziell so nach vorne schicken muss. Und dann Galoppstrecken, Pipi, komm mit, nicht schon wieder gacken jetzt, nicht auf die Straße. Und Galoppstrecken, die dann halt zum Steuer führen, gerade wenn es richtig schnell geradeaus und so gut gegangen, das Pferd hat dann schon echt richtig, richtig fetzen. Wie man sieht, wir sind wieder zurück am Stall und es ist einfach niemand mehr da. So, und jetzt werden einmal nur Pferde versorgt. Das heißt, einmal Hufschuhe auszogen, die sind echt richtig, richtig gattig. So, ich habe den Tino im Schlepptau. Hier gibt es jetzt schon große Raubtierfütterung. Der Arthus frisst auch schon. Bibi, warte kurz. Tino, eigentlich stopp. Keiner frisst eigentlich ohne einen OP-Signal. Nein. Hey, wie zwei ist es immer so. Nein, Tino. Bibi, du auch nicht. Tino, hör's auf jetzt. Nein, beide. Aus. Okay, gut. Also ich lasse die Pferde aber kurz warten, bis sie Aufmerksamkeit weg von der Müslischale geben und nicht einfach selbstständig anfangen zu fressen. Das funktioniert mit einem Pferd top, mit zwei Pferden gleichzeitig nicht so gut, weil die nutzen, achso, Mundart, Mist, weil die nutzen das natürlich immer aus, wenn man kurz die Aufmerksamkeit dem anderen Pferd schenkt. Die sahen so gleich aus, war. Sie sind halt doppelte Lottchen. Wir haben ungefähr 15 Sekunden Zeit, uns zu verabschieden. Der Akku ist gleich leer. Und die Maus hat die falschen Akkus mitgenommen. es war echt wieder richtig schöne Ausrüstung. Endlich wieder mal Sandra Nitschi Time. Mal ausreiten irgendwie. Vor allem die Krapfen, wo du ja bist. Das ist mein dritter Krapfen gewesen. Ja, wir haben nur Arbeitsschutz. Geil. Wir haben nur Gurken gekriegt, weil ich vor vergessen habe, dass Faschingsdienstag ist. Wir haben so viel Zeit nur. Ja, da kann man Rako Stress da nur umsonst. Stimmt überhaupt nicht. Schönen Tag noch. Und bis bald. Tschüss. Ciao.